Willkommen zurück, meine Kältekrieger, und heute wenden wir uns der kalten Macht einmal ab und kommen zur warmen Seite der Macht. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert, drückt die Glocke, lasst ein Like da und wir starten heute durch mit dem Thema Verflüssigung. Beschäftigen wir uns einmal mit der Thematik, was ist Verflüssigung? Verflüssigung ist ungefähr das, was ich gerade hier im Studio erlebe, weil ich keine Klimaanlage habe und ich immer mehr und immer mehr anfange zu kondensieren. Verflüssigung ist natürlich das Pendant zur Verdampfung. Oh nein, wie originell. Er hat Pendant gesagt. Ich werde auch meinen Wortschatz ein bisschen weiterentwickeln. Die Verflüssigung findet in unserem Kondensator, aka Verflüssiger, aka Wärmetauscher. Dort geben wir die gesamte Wärmeenergie einfach mal in ein Medium ab. Und wie passiert das ganz einfach? Wir haben einen Kompressor. Ich glaube, den kennt jeder. Der Kompressor bewegt ein verdammt heißes Kältemittel zu unserem Verflüssiger. Im Verflüssiger haben wir einmal eine ganz wesentliche Phase, nämlich die sogenannte Enthitzung. Die müssen wir erst einmal irgendwie abarbeiten, ja, bevor wir überhaupt in unsere Verflüssigung kommen. Und nein, wie originell, aus der Verflüssigung ist ein latenter Bereich geworden. Genauso wie bei unserer Verdampfung. Und wer natürlich meine Videos davor gesehen hat, der weiß ganz genau, dass wir jetzt hier in diesem Bereich sind, wo sich weder der Druck noch die Temperatur verändert, aber wir pure Leistung irgendwo hinschießen. Irgendwo hinschießen, was meine ich damit? Naja, wir geben die Wärmeenergie an ein anderes Medium ab. Wie zum Beispiel Luft, Wasser, ein anderes Kältesystem. Sucht euch aus. Standardmäßig geben wir es natürlich an irgendwo Luft ab, wie einer hausüblichen Kälteanlage. Und was passiert genau? Naja, dadurch, dass wir ein sehr überhitztes und unter hohen Druck gebrachtes Kältemittel anfangen zum Abkühlen und dann diesen sogenannten Verflüssigungspunkt haben, der natürlich von Stoff zu Stoff ein bisschen unterschiedlich ist und in unterschiedlichen Bereichen sich befindet. Aber in dem Moment, wo wir den haben und wir geben diese Energie ab, dann verflüssigt unser Stoff. Mehr ist das nicht. Also eigentlich ist das Video schon wieder vorbei, weil eigentlich mehr kann ich nicht darüber sagen. Aber Chris, wie messe ich die Verflüssigung? Naja, du könntest jetzt so ein Feuchtigkeitsmessgerät rein theoretisch nehmen, an meinen Körper halten, dann hättest du jetzt meine tatsächliche Verflüssigung. Du nimmst einen Manometer und stattdessen, dass du ihm jetzt an die Niederdruckseite hängst, gibst du ihm auf die Hochdruckseite und dieser Druck ist im Prinzip genau gleich zu sehen wie die Verdampfungstemperatur. Den rechnen wir wiederum um auf eine Temperatur und nämlich die sogenannte Verflüssigungstemperatur. Und da ist es fast, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen fast egal, ob ihr es auf der Flüssigkeitsleitung macht oder auf der Heißgasleitung macht. Klar doch, es verfälscht sich ein klein wenig, aber ihr kommt relativ nah in die Richtung hin, wo ihr hin möchtet. Aber auch hier wieder, Hashtag Professionalität, bitte passt auf, ihr seid jetzt im Hochdruckbereich. Das heißt, wenn ihr keine Ausbildung dazu habt, wenn ihr nicht wisst genau, was ihr tut oder was ihr wirklich könnt, dann lasst das Messen im Hochdruckbereich bitte, weil es ist natürlich noch gefährlicher und natürlich auch gesetzlich verboten. Auch das muss ich dazu sagen. So, und für was brauche ich jetzt eigentlich die Verflüssigung? Naja gut, wir brauchen grundlegend flüssiges Kältemittel. Weil natürlich unsere gesamte andere Seite, nämlich die kalte Seite der Macht, ohne flüssigem Kältemittel gar nicht funktioniert. Weil wir sonst hätten wir im Verdampfer ja keinen latenten Bereich. Und das ganze Drosselung und das ganze mit dem Druckabfall und hier, der funktioniert mit flüssigem Kältemittel einfach wesentlich besser, wesentlich schöner. Und jetzt stellt euch mal vor, wir kommen gasförmig mit dem Verdampfer. Wo hätten wir dann da einen latenten Bereich? Also wir brauchen diesen doppelten Wechsel unseres Aggregatzustands, damit wir überhaupt Kälte oder künstliche Kälte produzieren können. Und naja, jetzt ist es wieder so, wir haben eine Verflüssigungstemperatur gemessen. Wir haben eine Verdampfungstemperatur gemessen. Wir haben eine Überhitzung gemessen. Und was mache ich jetzt mit der Verflüssigung? Was sagt die mir aus? Soll die jetzt rennen bei 45 Grad? Soll die rennen bei 20 Grad? Soll die vielleicht rennen bei 5 Grad? Man weiß es nicht. Aber auch hier natürlich habe ich eine sogenannte Joule-Faust-Formel, wie man es halt so mal in den Büchern liest oder was man so in der Praxis draußen sagt. Und die besagt, 15 Kelvin
über, und jetzt über, ganz, ganz wichtig, über den Wert, was wir jetzt am Medium haben. Sei es jetzt zum Beispiel die Luft. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Wir haben einen luftgekühlten Kondensator, der steht im Freien draußen und wir haben gemütliche 30 Grad da draußen. Dann sollten wir, naja, ungefähr mit 45 Grad Celsius verflüssigen. Das ist auch wiederum eine Faustformel. Und da, naja, wie bei allen Messwerten, was ich auch bei den letzten Videos gesagt habe, was hat der Planer gemacht? Man weiß es nicht. Ja, wenn ihr nicht selbst der Planer seid oder wenn ihr nicht weiß, was euer Planer geplant hat, dann sind natürlich die 15 Kelvin schön und gut, dass ich euch die sage, muss aber nicht sein. Weil es gibt natürlich auch energieeffiziente Anlagen, die fahren natürlich mit kleineren oder vielleicht geringeren Verflüssigungstemperaturen. Die sind ausgelegt vielleicht für Anlagen mit einer Außentemperatur von 50 Grad ungefähr, das was wir jetzt gerade hier im Studio haben. Ja, dann wird der sicherlich nicht mit 65 Grad Celsius verflüssigen. Also es gibt so viele Aspekte, dass diese 15 Kelvin immer, und darauf poche ich bei jedem meiner Videos, ein Richtwert sind, um euch das Leben zu vereinfachen, gerade wenn ihr den Beruf frisch lernt. Ansonsten, der Planer macht, was der Planer macht. Wir haben da keinen Zugriff dazu. So, ein kleiner Fun-Fact zu der ganzen Geschichte. Habt ihr eigentlich gewusst, dass der Verflüssiger leistungstechnisch das größte Bauteil in unserer Anlage ist? Da werfe ich wieder mit komischen Sachen herum. Ja, warum ist das so? Naja, unser Verdampfer nimmt ja die gesamte Wärmeenergie von dem zu kühlenden Gut auf. Dann haben wir eine Überhitzung, die ja ebenfalls zwar nicht so viel, aber trotzdem Wärmeenergie ist. Und dann haben wir auch noch verdammt nochmal einen Kompressor. Und der Kompressor erzeugt natürlich auch noch einiges an Wärme. Und all diese aufgenommenen Wärmen muss unser Kondensator abgeben können. Somit ist er rein rechnerisch, leistungstechnisch immer das stärkste Bauteil, was wir besitzen. Und warum messen wir jetzt eigentlich die Verflüssigung? Damit ich natürlich nachträglich noch ein Video machen kann über ein anderes Thema, das wir den letzten Wert haben. Aber auch eine Verflüssigung für sich selber alleine sagt mir schon sehr viel aus. Wenn ich eine Anlage habe, die hat so wie, nehmen wir unser Beispiel von vorhin einfach her, mit 45 Grad Celsius verflüssigt und ich komme zu der Anlage hin und sie verflüssigt auf einmal, beziehungsweise haben wir eine Verflüssigungstemperatur von ca. 50 und 55 Grad Celsius und bewegen sich in einem sehr, sehr hohen Druckbereich, dann kann ich eigentlich schon so mit einem Blick, ohne dass ich jetzt andere zig Milliarden Messwerte brauche, sagen, vielleicht sollte ich mal das Ganze mal reinigen. Oder schauen, warum das so ist. Aber um natürlich mehr und viel mehr mit dieser Temperatur anfangen zu können, dafür solltet ihr den Kanal abonnieren, auf das nächste Video warten. Ne? Und wenn euch einiges unklar geworden ist, schaut bei mir einfach bei Twitch rein. Dann können wir darüber uns unterhalten. Vielleicht habe ich das ein oder andere vergessen. Also, wenn ihr wissen wollt, wann ich live bin oder wo ich vielleicht gerade in der Weltgeschichte herumreise, um mich live zu treffen, naja, schaut bei Instagram auf TikTok vorbei, da könnt ihr tagtäglich erleben oder sehen, wo ich so bin. Und ich freue mich schon auf das nächste Thema, weil dann kommen wir zu dem letzten wichtigen Messwert, um mal den Kreis zu schließen. Wir sehen sich und jetzt würde ich jetzt sagen, okay, kalte Grüße, aber wir sind hier auf der warmen Seite der Macht. Das heißt, fröhliche Schwitzen, Leute.